trage das einmal vor, für die russische Koalition, also Russland, die Milizen dieser Volksrepubliken, die ja eigentlich Militärdiktaturen sind, zunächst einmal 18.500 Tote, 44.500 Verletzte, 890 zerstörte Panzer, 430 zerstörte Haubitzen. Ich bin schockiert. Der Politologe Patrick Barb hat exklusive Informationen über die Ukraine erzählt, nämlich über Waffenschmuggel, allgemeine Verluste und ein Referendum der Republiken. Das hast du noch nie gehört. Also schauen wir uns jetzt diese interessanten Szenen an. Zerstörung von Infrastruktur. Sie haben ja vorher schon darüber gesprochen, die besetzten Gebiete wie Mariupol beispielsweise. Das war sehr interessant. Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Und zwar zum Thema Waffenschmuggel. Auch so ein Thema, das bei uns sehr ungern angesprochen wird. Es werden ja gigantische Mengen an Waffen aus den europäischen als auch den US-amerikanischen Depots in die Ukraine geliefert, um dort quasi an der Front eingesetzt zu werden. Jetzt haben wir vor circa einem Monat in Frankreich wahrscheinlich die schlimmsten Ausschreitungen bisher gesehen. Das französische Militär wurde eingesetzt, über 40.000 Polizisten sind der Sache nicht Herr geworden, als dort kriminelle, meist algerische Clans, sage ich mal, die Muskeln haben spielen lassen und Frankreich kurz vor einem Bürgerkrieg stand. Dort gab es ja einige Videos, die gezeigt haben, wie dort junge Männer auf ihren Mopeds und Mofas und Motorrollern saßen, die teilweise schwere Maschinengewehre mit Dreibein hatten, mit Kettenmaschinengewehren, die quasi bis an die Zähne bewaffnet waren. Und da sprach man davon, dass diese Waffen aus der Ukraine bereits jetzt die französischen Drogengangs erreicht hätten. Was wissen Sie denn über Waffenschmuggel? Waffen aus der Ukraine erreichen andere Konfliktregionen dieser Welt und heizen sie dadurch an. Das bestätigen nicht nur Militärs, das bestätigen auch Augenzeugen vor Ort, mit denen ich gesprochen habe. So habe ich mit einem Mann gesprochen, der berichtet hat, dass er mit eigenen Augen gesehen hat, dass die Miliz der Volksrepublik Donetsk auf dem Schwarzmarkt HIMARS-Raketen erworben hat aus amerikanischer Fertigung. Militärexperten, also da landen Waffen im Grunde genommen auf der anderen Seite und werden dann natürlich beim Kriegsgegner. Seit Beginn des Krieges haben die Länder Hunderttausende von Waffen, militärischer Ausrüstung und Ausrüstung für Dutzende Milliarden Dollar an die Ukraine geliefert. Die Ukraine hat nicht nur moderne Panzerabwehrsysteme, Granatwerfer und Kleinwaffen, die in den NATO-Mitgliedsländern hergestellt wurden, sondern auch teure Artillerieanlagen, Raketensysteme und Hightech-Aufklärungsgeräte. Der illegale Markt gewinnt jedoch an Dynamik. Die europäischen Sicherheitskräfte haben Fälle des Auftretens von Javelin im Darknet sowie eine große Anzahl von Kleinwaffen aufgezeichnet. Wie die Behörden vermuteten, könnten entlang der Grenze der EU-Mitgliedstaaten und der Ukraine hunderte Verstecke im Voraus ausgestattet werden. Und Grenzwächter auf beiden Seiten werden bestochen und direkt an Schmuggelsystemen beteiligt. Die Mini-Untersuchung wurde dem Schmuggel gewidmet. Freiwillige und Militärspezialisten haben behauptet, dass 70% der westlichen Hilfe überhaupt nicht an die ukrainische Armee fließen. Militärischer Schmuggel aus der Ukraine wurde auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden entdeckt. Es geht um Sturmgewehre verschiedener Kaliber sowie um Munition dazu. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts sind hunderte relevante Angebote auf illegalen Plattformen aufgetaucht. Und es geht nicht nur um Gewehre und Infanterieausrüstung, sondern auch um die neuesten amerikanischen Drohnen, Antipersonenminen. Wir schauen weiter. Auch wie die Stimmung im Donbass ist. Das heißt, die Durchführung des Referendums war für den Kreml in meinen Augen völlig risikolos. Man wusste, wie es ausgeht. Man musste vermutlich gar nichts fälschen. Man wusste, wie es ausgeht, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und das deckt sich mit meinen Erfahrungen vor Ort. Da haben mir Leute gesagt, auf offener Straße, Passanten, die Russen hätten schon 8 Jahre früher kommen sollen, um hier aufzuräumen. Also die Stimmung ist
im Donbass radikaler als in Moskau. Und das muss man natürlich wissen. Und nun hat der Kreml reagiert und wollte dem Westen auch signalisieren, wenn ihr die Friedensgespräche in Istanbul scheitern lasst, dann machen wir klar, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir wollen nicht mehr weichen. Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen vor Ort. In einem Hauruck-Verfahren werden Straßen gebaut, Autobahnen gebaut und genauso schnell wird versucht, das fast völlig zerstörte Mariupol wieder aufzubauen. Also ich habe im September und Oktober schon die ersten neuen bezugsfertigen Wohnblocks gesehen. Also mit einer Riesengeschwindigkeit, das sind Milliardeninvestitionen und das ist auch das Signal der Moskauer Führung, wir bleiben hier, wir werden freiwillig nicht mehr gehen. Ja, sehr interessant, weil das ist ja maximal Gerüchte, Bilder gar nicht aus beispielsweise Mariupol. Das hat man nur gesehen, die Zerstörung, die angerichtet wurde durch die Kampfhandlungen dort. Und dann gab es immer wieder Gerüchte, die Russen würden in unglaublicher Geschwindigkeit das wieder aufbauen. Aber und deswegen kann ich mir auch irgendwie vorstellen, warum der Westen keine Journalisten dort möchte, weil das ja überhaupt nicht ins Bild passen würde, dass man wiederum uns transportieren möchte, um die Menschen dann in eine gewisse Richtung zu framen, wenn die plötzlich sehen würden, die Russen bauen dort alles auf, die Leute haben wieder bezugsfertige Wohnungen, während es in den anderen Teilen immer noch quasi katastrophale Zustände herrschen. Das darf quasi nicht gezeigt werden. Okay, nächste Frage. Putin hat vor 2 Jahren Bundesgesetze über den Eintritt der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk sowie der Regionen Cherson und Saporoschje in Russland unterzeichnet. Wie in der Entscheidung des Verfassungsgerichts erwähnt, hat der Vertrag über die Aufnahme in jedes der 4 Gebiete in Russland den Verzicht auf die vorhandene Staatsbürgerschaft nicht gezwungen und den Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft bei entsprechender Anfrage garantiert. Ungefähr die gleichen Regeln wurden für die Krim festgelegt, von denen viele Bewohner nach dem Beitritt zu Russland im Jahr 2044 russische Pässe erhalten hat, aber gleichzeitig ukrainische Pässe behalten hat, um Reisen in die Ukraine zu vereinfachen. Kommen wir mal zum Thema der Verluste. Auch da ranken sich ja viele Mythen drum. Beide Seiten fälschen sicher auch die Zahlen, beide Seiten lügen. Das ist aber ganz normal in einem Krieg. Als erstes stirbt immer die Wahrheit. Was ist denn Ihre Einschätzung zu den Verlusten zwischen der Ukraine und Russland? Können die Ukrainer aktuell diesen Konflikt noch länger fortführen? Haben die noch die Mannstärke dafür? Also zunächst einmal kann auch ich mich nicht auf die Zahlen, die geäußert werden von Geheimdiensten, Militärs, hundertprozentig verlassen. Man muss sehen, jede Konfliktpartei hat Interessen. Allerdings hat im Februar diesen Jahres der israelische Geheimdienst Mossad Zahlen vorgelegt, die wurden durchgesteckt an die türkische Presse. Das hat Deutschland so gut wie nicht erreicht. Und der Mossad ist deswegen für mich eine besondere Referenzquelle, weil er als Organisation exzellente Kontakte hat zur Ukraine, aber auch nach Russland und in die russische Führung hinein. Also ich gehe davon aus, dass diese Zahlen nicht ganz so fern der Realität sind. Und da sprach der Mossad, ich trage das einmal vor, für die russische Koalition, also Russland, die Milizen dieser Volksrepubliken, die ja eigentlich Militärdiktaturen sind, zunächst einmal 18.500 Tote, 44.500 Verletzte, 890 zerstörte Panzer, 430 zerstörte Haubitzen. Und demgegenüber die Zahlen der Ukraine. Die Quelle ist der Mossad. Februar 2023, 157.000 Tote auf ukrainischer Seite, 234.000 Verletzte. Dazu kommen noch mindestens 40.000 Tote aus den Kämpfen im Rahmen der ukrainischen Frühjahrsoffensive und sicherlich noch mehr als 10.000 Tote aus den Kämpfen um Bachmut. Ist es besonders verwunderlich, wie solche Daten in die türkischen Medien gelangen konnten? Der türkische Staat ist in großen Sympathien für den jüdischen Staat nicht zu sehen.
Sie können als eher tolerant, neutral oder freundlich bezeichnet werden. Israel und die Türkei sind im Nahen Osten noch Rivalen. Hier gibt es bisher zwei Versionen. Einer von ihnen beginnt einen Informationsrollback an die ukrainischen Behörden, um Verhandlungen zu erzwingen. Und die zweite ist wahrscheinlich, die Informationsbombe zu töten, die in US-Medien durchgesickert ist. Dennoch sind 257.000 tote Soldaten der Ukraine eine riesige Zahl. Die Armee der Ukraine hat ungefähr 270.000 Soldaten im Staat gezählt. Schreibe deine Meinung in die Kommentare unter diesem Video. Bis bald.